Moin, was geht ab, Boys and Girls? Euer FIFA-DJ hier. Moinsinn. Wir haben heute, oder hier ist die lang ersehnte Folge. Und zwar habe ich jetzt hier 3 bzw. 4 Squads, also um die 250k, um die 500 bis 600k. Dann noch einmal auf Wunsch Götze Flashback mit eingearbeitet. Und dann haben wir noch ein 1 bis 1,3 Millionen Squad. Wir gehen einfach mal rein. Ich sag zu jedem Team was und ihr könnt, das sage ich auch schon mal an der Stelle, ihr könnt unter die Kommentare zu jedem Squad könnt ihr Verbesserungsvorschläge reinschreiben oder auch die Leute, die es betrifft, die sich so ein 250k Squad gewünscht haben. Ihr seid da als Community gefordert, dass ihr da eventuell Verbesserungsvorschläge reinschreibt. Das ist jetzt eine Auswahl, die ich getroffen habe, wo ich sage, okay, da habe ich, sage ich mal, 90% der Spieler für, oder sogar 95% der Spieler, die habe ich schon gespielt. Und da kann ich so ruhigen Gewissens und mit gutem Herz kann ich da sagen, die Spieler empfehle ich oder in der Preiskategorie kann ich damit sehr gut leben. Die finde ich gut. Die haben sich bei mir bewährt. Ich habe ein etwas anderes Squad, wo ich momentan mitspiele. Das ist aber auch dem Lewandowski geschuldet, den ich da habe. Und ich laber schon wieder viel zu viel. Wir gehen einfach mal rein. Das ist, hier seht ihr das 250k Squad. Jo, steht ja da. Da habe ich mich im Sturm, also ich habe überall so ein bisschen Hybrid, das mal an erster Stelle. Da habe ich mich für einen spanischen Sturm entschieden. Und zwar mit Promise. Arbeitsrate hoch und gering. Spezialbewegung 5, schwacher Fuß 4, Sterne, kann man nichts mit falsch machen. Genauso wie Inform Ben Yedder, Arbeitsrate hoch, hoch, absolutes Monster. Ja, Tempo, schussstark, absolut mega Spieler, absoluter Megaspieler. Dann Dembele, das ist für mich in der Preiskategorie geht der auf jeden Fall noch fit. Ich habe den später auch noch in einem anderen Squad drin. Auch schwacher Fuß, 5 Sterne. Das heißt, ihr habt mit Promise 4 Sterne schwacher Fuß, Ben Yedder 5 Sterne und Dembele auch 5 Sterne. Ich finde, dieser 5 Sterne schwacher Fuß, das ist so viel wert in FIFA 19. Gerade wenn man das irgendwann mal beherrscht mit dem Time Finish, ist das so viel wert. Glaubt mir. Ich beherrsche es selber noch nicht komplett, das nochmal an der Stelle, aber es ist wirklich richtig viel wert. Ja, da würde ich an dieser Stelle den guten alten Ousmane Dembele nehmen. Machen wir weiter mit Was. Was hat eher so ein bisschen den Offensivdrang, Arbeitsrate hoch Mittel, solider Mittelfeldspieler. Ich habe mich hier an der Stelle für die Champions League Version entschieden. Hat jetzt schwacher Fuß, nur 3 Sterne, aber der soll halt im Mittelfeld wirbeln. Und da finde ich ihn halt mit 1,81 ist auch top. Er hatte auch, was hatte ich bei ihm so gut, als so gut empfunden? Der hatte eigentlich sehr viele solide, Ausdauer. Jetzt habe ich es wieder. Ich finde den Ausdauer gerade sehr tauglicher Spieler so für die Weekend League. Gerade wenn es so in die Verlängerung geht, finde ich den von der Ausdauer her überragend. Zu Kondogbia, glaube ich, Jungs, da brauchen wir nicht viel sagen. Da brauchen wir wirklich einfach nicht viel zu sagen zu dem Mann. Der ist für Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist der Bakayoko von diesem Jahr quasi. Also muss man nicht viel zu sagen. Und wie gesagt, wir sind hier auch nur beim 250k-Squad. Da kann man jetzt kein Wunderwerk erwarten. Also da sage ich daher, weil ich finde ihn vom schwachen Fuß her ein bisschen schade. Aber der soll ja auch eher auch wenn er Arbeitsrate hoch Mittel hat, soll der eher so ein bisschen den defensiveren Part übernehmen. Dann haben wir hier Herrera, Arbeitsrate hoch hoch, 1,82 groß, auch Ausdauer 87, tipptopp. Hat gute Werte bezüglich Abfang, also der soll eher auch ein bisschen den defensiveren Part übernehmen. Vielleicht schreibt ihr auch im Chat, vielleicht schreibt ihr auch in den Kommentaren rein, oh Toni, die sind vielleicht doch ein bisschen nicht defensiv genug, aber ich lasse mich überraschen. Kommentiert da gerne. Wie gesagt, die Preise sind auch ein bisschen unterschiedlich. Auf der Xbox bin ich eher unter den 250k. Auf der PS4 bin ich eher ein bisschen drüber. Ja, ist ein bisschen
ich musste halt so ein bisschen auch die Balance finden zwischen Xbox und zwischen PS4, habe mich aber dennoch dafür entschieden. Valencia für mich einer der besten Rechtsverteidiger, lasse ich nichts drauf kommen und passt halt super in dieses 250k-Squad. Dann habe ich mich hier für Lloris entschieden, habe auch einige Spiele selber mit dem gemacht. War nicht immer zufrieden mit ihm, sage ich auch ganz ehrlich. Ist für mich nicht der beste Torhüter im Spiel, aber der linkt halt echt wirklich gut zu der Geschichte, die ich hier geplant habe. Und da habe ich mich für Lenglet entschieden. Einige werden sagen, oh, Lenglet nicht so gut und so. Kann man ja halt natürlich nachher upgraden mit Umtiti oder mit zum Beispiel Varane. Wie gesagt, kann man nachher upgraden. Ich würde auch als erstes in diesem Team tatsächlich, wenn ihr dann Upgrade macht, würde ich mir tatsächlich hier einen Innenverteidiger oder hier noch irgendwann einen stärkeren Mittelfeldspieler holen. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Dann Hernandez, braucht man auch nicht wirklich viel zu sagen. Einer der, für den Preis, einer der besten Linksverteidiger. Finde den absolut tipptopp. Ja, das war so meine Vorstellung zum 250k-Team. Und Bailey hatte ich jetzt noch vergessen. Muss man auch nicht mehr so viel zu sagen zu Bailey. Auch solider Spieler. Natürlich kann man hier auch nachher Sanchez nehmen. Oder könnte hier noch den Dembele von Tottenham nehmen. Den könnte man da natürlich auch noch reinnehmen. Der ist natürlich im Mittelfeld noch ein bisschen, durch seine Größe und durch seine Physis noch ein bisschen stärker. Passt natürlich auch noch gut zu Kondogbia. Wenn man ein bisschen mehr Physis machen möchte, nimmt man hier natürlich Sanchez von Tottenham rein und nimmt hier Dembele von Tottenham rein. Also die beiden Positionen könnte man auch austauschen. Können wir einfach mal machen. Mitten im Video. Mein Gott, Toni, was machst du hier nur wieder? Nehmen wir hier einfach mal, was mache ich da? So, nehmen wir mal Sanchez, Davison Sanchez, Dream Squad, komm schon. So, hätte ich natürlich auch schon vorbereiten können, aber ihr kennt mich. So ist er, der Toni, so ist er. Spiele austauschen und Dembele. Ich habe noch den Champions League Dembele, habt ihr, glaube ich, jetzt nicht. Deshalb nehmen wir den normalen, den 84er, zack. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Der kommt sogar nur auf 6 Chemie, aber man könnte dann hier, weil Ben Yedder natürlich perfekt zu dem guten alten... jetzt bin ich kurz raus. Wenn man das live macht, ist doof. Weil er perfekt zu dem Dembele hier linkt, könnte man natürlich hier auch noch einen anderen Spieler aus der Premier League reinbauen. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur Vorschläge. Eigentlich hatte ich hier Bailey und Herrera. Das wären so Upgrade-Geschichten, die man nach und nach so ein bisschen upgraden kann. Weil Sanchez ist natürlich nochmal wieder nochmal ein Upgrade zu Bailly von Manchester United. Aber ich habe jetzt genug zum 250k-Team gesnackt. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber, Allore Luca Toni geht rüber in das 500k Normalo Squad. Und dann gehen wir auch noch in das Götze Flashback Squad, weil einige von euch haben Götze Flashback gemacht und hatten dann gesagt, ja, kannst du nicht mit Götze Flashback mal was bauen? Ja, mache ich. Das ist das 500k Squad, was ich gewählt habe. Ich habe hier bei dem Squad, habe ich mein Hauptaugenmerk auf, eigentlich auf, von allem ist da was drin. Ich habe hier wirklich nur so sehr solide Abwehr. Natürlich kann man Fährmann nachher durch Neuer ersetzen oder zum Beispiel auch durch Courtois, je nachdem, wie man möchte. Also Fährmann ist da so der einzige Wermutstropfen, den ich da jetzt so drin habe. Sonst sage ich eigentlich, das Team ist wirklich sehr, sehr solide. Und man kann natürlich hier auch noch upgraden. Das werdet ihr gleich in dem nächsten Squad sehen. Also die Ecke mit Kroos, mit Nacho und mit Carvajal, die kann man natürlich auch noch upgraden durch eine andere, durch ein anderes Dreieck. Kommt im nächsten Squad. Wie gesagt, ich mache nicht so oft diese Teambau-Videos und so. Also ich mache das echt zum ersten Mal jetzt, dass ich hier offiziell so ein Teambau-Video mache. Deshalb seht mir das ein bisschen nach, wenn ich das jetzt nicht so, so richtig übersichtlich mache. Aber ich bin halt, wie ich bin. Müsst ihr mit umgehen oder muss ich auch so mit umgehen? Ah, genau. So, zu Boateng sage ich nicht viel. Den spiele ich selber. Zu Alaba sage ich auch nicht viel. Spiele ich auch selber. Find die absolut genial. Wie gesagt, hier kann Neuer oder Courtois hin.
Die Ecke finde ich auch solide. Ich finde auch Groß, den habe ich leider nur im Draft gespielt, aber da hat er mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Daher kann ich den ruhigen Gewissens sagen, den kann man dieses Jahr echt sehr gut spielen. Natürlich sollte man da eine Shadow-Karte drauf machen bei dem guten alten Groß, damit er richtig Tempo hat, weil Shadow bringt halt in Pace nochmal Antritt, glaube ich, 15 und Sprintgeschwindigkeit 10, wenn ich das recht im Sinn habe. Könnten wir einmal sonst, jetzt klingelt mein Wecker, sauber, schön im Video. Wir könnten mal nachschauen, was mein Lewandowski hat. Da kann ich euch das auch genau nochmal sagen. Spezial. Dann kann ich euch genau sagen, weil ich gestern auch die Diskussion mit einem anderen YouTube-Kollegen hatte, ja, hier, hau da lieber Engine und so rauf. Nein, ich habe jetzt, das hört sich komisch an, ich hatte bei Lewandowski erst Hunter drauf, habe mich dann aber für Shadow entschieden, weil er dadurch nochmal einen anderen Tempo-Boost hat. Warum auch immer er jetzt, ach so, weil er nicht von Beginn an drauf ist. Genau, seht ihr, genau darauf wollte ich hinaus. Er hat Antritt, durch Shadow hat er Antritt 15 und Sprintgeschwindigkeit 10, ja. Das gleiche wäre dann bei Kroos. Der hätte dann, könnt ihr nochmal auf die 68 nochmal 15 Antritt draufrechnen, dann ist er bei 83 und bei Sprintgeschwindigkeit auf 76. Das ist schon ein Unterschied. Und bei Lewandowski hatte ich halt erst Hunter drauf. Dadurch hatte der nur Antritt eine 10 und Sprintgeschwindigkeit auch 10. Das war mir persönlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, zu wenig. Ich habe oft bei Lewandowski das Problem gehabt, dass mir der dadurch zu langsam war. Durch Antritt nur 10. Durch Antritt 15 hat der einfach mal 92 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit. Und mir ist oft so, bei mir war oft das Problem, dass Lewandowski mir zu wenig Antritt hatte, ja. Und ich habe den nun mal, diesen Lewandowski, und ich muss den spielen, ja. Ich muss den einfach spielen. So, jetzt bin ich aber abgeschweift. Das tut mir leid, Jungs und Mädels. Deshalb mache ich mal direkt weiter. Hab mich da dann logischerweise für Goretzka entschieden. Absoluter Mittelfeldmotor. Tolle Arbeitsraten. Absolut groß mit 1,89. Sprungkraft braucht er daher nicht viel. Finde ihn auch für die Größe mit 76 Beweglichkeit auch noch absolut genial. Abschlussstark ist er auch. Goretzka, kann man nichts falsch machen. Dann als Abräumer Fabinho. Der räumt euch alles ab da. Gibt natürlich noch einen besseren Abräumer. Den habe ich selber auch im Team. Beziehungsweise der kommt auch noch im Millionenteam. Aber für 500 bis 600k Team, wie gesagt, ist so ein bisschen Unterschied zwischen Xbox und PS4. Deshalb habe ich 500, 600 reingeschrieben. Absolut guter Abräumer. Und dann habe ich im Sturm, da glänzt es ein bisschen. Da ist ein bisschen Glamour, nämlich mit dem guten alten Mohamed Salah. Absolut krasser Spieler. Ich werde höchstwahrscheinlich, bevor ich mir selber irgendwann Mbappé hole, werde ich demnächst auch nochmal auf Salah upgraden. Vielleicht mache ich das später auch noch direkt im Livestream, dass ich mir Salah hole. Ich finde Salah absolut OP. Einer der teuersten Spieler hier im Team, wenn nicht sogar der teuerste. Ja, ist sogar der teuerste Spieler hier im Team. Aber der lohnt sich, der Junge. Dann habe ich mich dafür Lacazette entschieden. Kann man natürlich später auch noch upgraden. Oder man könnte hier auch theoretisch, wenn man nicht so auf Geschwindigkeit achtet, könnte man da natürlich auch noch Firmino hinstellen. Ja, man kann natürlich für Lacazette auch noch Firmino hinstellen. Dann hat man da ein Viereck aus Liverpool-Spielern. Beziehungsweise ist ja so ein bisschen eher ein Dreieck, aber dann hätte man vier Spieler von Liverpool, wenn man da noch Firmino reinbauen würde. Ich finde aber Lacazette sehr, sehr gut. Der hat halt einfach mal Arbeitsrate hoch, was mir wichtig ist, logischerweise im Sturm. Kann auch ein bisschen mit nach hinten gehen. Also ich habe ja immer eine Taktik drin, stelle ich in dem Video nicht vor, welche Taktik ich spiele. Aber wo die gesamte Offensive auch bei Gegenangriffen mit nach hinten arbeitet, ja. Also ich finde Lacazette top. Ich habe mit dem echt auch sehr, sehr viele Spiele gemacht. Nicht mit dem, ich habe mein Lacazette damals verkauft. Daher sind das hier nicht meine Spiele, die ich gemacht habe. Sind auch Spiele, die ich mit Lacazette gemacht habe. Aber ich hatte schon mal einen anderen Lacazette. Also ich habe mit Lacazette deutlich mehr Spiele gemacht. Ich finde den gut. Wie gesagt, zu Mané muss ich auch nicht viel sagen. Finde ich auch absolut genial. Natürlich könnte man auch sagen, gut, man spielt das Sané. Dann müsste man natürlich aber für Fabinho eventuell Gündogan nehmen. Wobei Gündogan auch perfekt in dieses Squad passen würde. Mit Kroos und mit Goretzka.
Aber ich habe mich da eher für jetzt den guten alten Fabinho entschieden, um nochmal einmal einen vernünftigen Abräumer in diesem Team zu haben, ja. Ja, Nacho, auch sehr, sehr guter Spieler. Habe ich auch ein paar Spiele mitgemacht. Kann man, ist jetzt nicht der Größte mit 1,80. Ist nicht der Größte, aber sehr solider Spieler. Kann man natürlich, wie gesagt, nachher auch upgraden auf Varane zum Beispiel. Und Carvajal, auch sehr guter Rechtsverteidiger. Kann man auch ruhigen Gewissens spielen. So viel zu den Spielern aus dem Squad. Und ich würde mal weitermachen mit dem nächsten. Und zwar mache ich mal weiter mit dem Götze-Flashback. Da hatte ich nämlich den Wunsch, dass ich nochmal auf Götze-Flashback eingehe. Und da habe ich mich für ein etwas anderes Squad entschieden, weil ich Götze halt mit reinbauen musste. Da habe ich mich hier statt Goretzka für Götze entschieden. Dann oben logischerweise Reus, weil ich oben dann mit Bundesliga gegangen bin. Dann Werner kann man natürlich auch noch upgraden nachher auf den 85er, auf den 84er, 85er Werner. Der hat ja auch noch zwei Informs bekommen. Und dann habe ich mich auch wieder hier für einen Abräumer entschieden. Da würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil der gute Khedira nur ein 54er Antritt hat. Der muss Shadow haben. Also Khedira muss man mit Shadow spielen. Weil dann kriegt er einfach nochmal 15 drauf. Ja, sind dann insgesamt Antritt 79. Ja, oder? Ne, Moment, 69, 15 drauf, 54 plus 5 sind 59 plus 10, 69 und nochmal Antritt kriegt er nochmal 10 drauf, sind dann 70. Der 69 und 70 Antritt, ja, habe ich mich auch nicht verrechnet. Das finde ich geht dann auch noch, ja, und Khedira ist wirklich ähnlich wie Fabinho. Ich habe mich dann hier aber ein bisschen für was anderes entschieden. Da bin ich dann mit Italien gegangen, weil ich finde zum Beispiel Handanovic absolut OP, den Typen. Ich finde den absolut OP. Man könnte natürlich auch noch hier theoretisch Szczęsny ins Tor stellen und dann dort statt Skriniar Benatia, wäre auch noch eine Variante, könnte man auch noch machen, nur noch mal an der Stelle erwähnt. Ich habe ganz am Anfang mit Szczęsny gespielt, fand Szczęsny absolut OP, ich finde den genial, Szczęsny. Handanovic finde ich aber noch einen kleinen Ticken besser, deshalb habe ich mich da für Handanovic entschieden. Skriniar habe ich auch zum Anfang gespielt, finde ich auch mega, genauso wie Frijalko. Nainggolan habe ich leider nur in einem Draft gespielt, fand ich den auch überragend. Also mit dem Mittelfeld, ich würde halt im Game dann Khedira mit Götze tauschen, dass Götze hier eher so den Part hat, wo er ein bisschen offensiver spielt. Aber wie gesagt, das erst im Game. Nainggolan absoluter Motor, Götze, wie gesagt, habe ich jetzt so mit eingearbeitet. Ich bin selber nicht so der Götze-Fan, spiele ihn nicht, aber auf euren Wunsch habe ich es mit eingearbeitet. Sehr, sehr gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, Jungs. Einfach reinhauen, die Verbesserungsvorschläge. Ja, Cuadrado habe ich halt auch gespielt, fand den auch gut zum Anfang. Kann man nicht viel mit falsch machen. Das so meine Empfehlung zu der Götze-Geschichte. Wie gesagt, haut da gerne Verbesserungsvorschläge rein. So, und jetzt komme ich zum Millionen-Squad. Weicht schon sehr von meinem Squad ab, weil mein Squad geht ja auch eher 1 bis 1,5 Millionen. Ich habe mich ja jetzt echt schon ziemlich hochgearbeitet. Auch hier, da steht jetzt 1 bis 1,3 Millionen, weil die Preisunterschiede zu Xbox und PS4, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ich sag das immer nochmal bei jedem Squad, weil einige Leute spulen dann auch einfach vor. Und die haben das ja nicht gehört, was ich beim 250k Squad vielleicht erwähnt habe. Ich habe mich auch hier für die Inter-Ecke entschieden. Ich habe mich tatsächlich hier in dem Squad auch für die Inter-Ecke entschieden. Bin dann hier auf Bundesliga gegangen. Mit Neuer, Boateng und Alaba. Also ich sage jetzt zu einigen Spielern, sage ich jetzt nicht großartig noch was. Und hier habe ich jetzt tatsächlich, weil ich die wirklich selber total feier und ich die und Kanté ein absolutes Biest ist, nicht irritieren lassen, dass der jetzt Mittelstürmer hier hat. Der hat bei mir Mittelstürmer, weil ich ihm in Game mit Lewandowski tausche. Aber hier hätte er logischerweise dann ZM. Absolute Abräumer, feiere ich total. Mit der beste ZDM in dem Spiel. Also von daher habe ich den in dieses Squad mit eingebaut. Dann habe ich hier Pogba. Hier oben, das sind so ein bisschen die kleinen Geschichten, wo ich sage, das müsste oder könnte man nachher auf jeden Fall noch ein bisschen upgraden, indem man da andere Spieler hinstellt. Obwohl
wenn man sich den Infomaterial holt, dann hat man auch echt, ist nicht der Infomaterial, aber wenn man sich den Infomaterial holt, hat man da auch gut mit ausgesorgt. Ben Yedder, den Inform, den feiere ich, wie gesagt. Natürlich könnte man da auch Griezmann hinstellen. Oder man geht hier oben komplett mit Premier League. Ich habe mich aber hier wieder für die Franzosen entschieden, weil, wie gesagt, ich finde 5 Sterne schwacher Fuß, genauso wie bei der Bede, 5 Sterne schwacher Fuß, finde ich halt überragend. Natürlich könnte man hier auch irgendwann sagen, ah, man geht hier nachher Richtung Kylian Mbappé, ja, den könnte man sich da natürlich auch hinstellen und stellt sich dann hier zum Beispiel Rabiot hin, damit er vernünftig zu Mbappé linkt. Dann müsste man hier aber wiederum Handanovic hinstellen, damit die Boys hier auf Cam kommen. Können wir auch einfach mal machen. Ne, genau, das habe ich nicht gemacht wegen Boateng, weil Boateng dann an Chemie verlieren würde. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist jetzt auf Fullcam ausgelegt, das Team. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr da andere Ideen habt. Das sind jetzt meine Ideen. Ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass wirklich überall ziemliche OP-Spieler sind. Der Bele ist für mich auch ein sehr guter Spieler. Deshalb habe ich den da reingebaut. Ich hätte jetzt auch sagen können, ah, ich nehme jetzt hier Premier League, indem ich hier zum Beispiel Lacazette wieder nehme und da Willian. Aber Willian von Chelsea hat gute Arbeitsraten. Ich feiere den aber nicht so. Ich habe den auch schon gespielt. Ich finde den nicht so überragend. Deshalb habe ich mich an der Stelle für den Bele entschieden. So, das Video ist jetzt schon über 20 Minuten. Deshalb mache ich an der Stelle Schluss. Wie gesagt, schreibt da Verbesserungsvorschläge rein. Ich bin raus. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so ja, helfen oder Verbesserungsvorschläge geben. Wie gesagt, das müsst ihr auch nicht so nachbauen. Das sind meine Empfehlungen. Wie gesagt, ihr könnt da gerne... Ich hoffe, ihr ballert die Kommentare wirklich richtig zu mit Verbesserungsvorschläge oder auch die Leute, die es jetzt betrifft, die ein ähnliches Team gebaut haben, schreibt da gerne rein. Vielleicht habt ihr selber ja auch schon Erfahrungen mit dem Spieler gemacht und schreibt auch gerne rein, wenn ihr auch mit irgendeinem Spieler gespielt habt, ob der sich eher eignet oder eher nicht eignet. Schreibt das gerne rein. Ich bin raus. Macht's gut, euer FIFA-Teacher. Ciao, ciao.